Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Underwater Tackle Tutorial. In diesem Video werde ich euch einen Geheimtipp aus dem asiatischen Raum zeigen. Genauer gesagt kommt dieses Rig, was ich hier vorstelle, aus Südkorea. Das Rig, wie ihr im Titel schon gesehen habt, heißt Fury Rig bzw. Fury Rig. Ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, aber das ist der Name. Und wie schon gesagt, die Wurzeln dieses Rigs liegen in Südkorea. Jedoch fand das Rig schnell auch Anklang, zum Beispiel in Japan, und wird dort auch oder in beiden Ländern auch mit großem Erfolg gefischt. Deswegen wollte ich euch das nicht vorenthalten. Und jetzt auch natürlich zu Saisonstart, zum Mai, könnt ihr das gerne mal ausprobieren. Wie der Titel schon verrät, handelt es sich hierbei meines Erachtens nach um eine Art Mischung aus Texas Rig und dem Jika Rig. Zu beiden Rigs habe ich auch Tutorials, die packe ich euch mal in die Videobeschreibung. Könnt ihr euch mal angucken und dann werdet ihr auch sehen, dass da auf jeden Fall einige Ähnlichkeiten vorhanden sind. Und es ist auf jeden Fall auch super einfach zu bauen. Ihr braucht nicht viel und es dauert nur ein paar Minuten, das Ganze aufzubauen. Und so geht's. Also hier seht ihr einmal mal die Materialien, die ich benutze bzw. die man braucht. Also ihr braucht einmal natürlich wie immer Fluorocarbon fürs Vorfach, Fluorocarbon-Schnur. Ihr braucht einen Offset-Haken. Hier habe ich so einen Kamakatsu Wormhook, einen sehr schlanken Offset-Haken. Dann braucht ihr, und das ist der Trick an diesem Rig, ein Tröpfchenblei oder ein Birnenblei. Auf jeden Fall ein schlankes Tröpfchenblei, passt super. Hier habe ich eins von Fish Arrow, 10 Gramm. Und ihr braucht einen Gummiköder. Also hier, ich benutze da immer einen Wurmköder oder einen wurmigen Köder. Da seid ihr aber auch frei in der Wahl. Gut passen, sowas wie Crazy Flapper, wurmige Köder, Creature Baits. Aber ihr könnt da auch einen Gummifisch ranhängen. Das ist euch überlassen. Am Ende, wie gesagt, es gibt natürlich Rigs, da passt der eine Köder besser als der andere, aber am Ende zählt doch auch das, was fängt, und auch probieren. Ne? Auch wenn ihr mal einen Köder ranhängt, der vielleicht nicht so gut geeignet ist und ihr fangt trotzdem Fisch drauf, das ist doch okay. Schlussendlich, finde ich, sollte man beim Angeln bzw. bei den Vorfächern jetzt nicht so starr sein, sondern im Gegenteil einfach probieren. Und durchs Probieren entstehen zum Beispiel auch solche Rigs wie dieses hier, was ich euch jetzt vorstelle. Also das sind die Zutaten. Jetzt geht es weiter zum nächsten Schritt. So, jetzt habe ich das Ganze mal ausgepackt. Als allererstes nehmt ihr euch ein Stück Fluorocarbon als Vorfach. Hier ziehe ich jetzt einfach mal hier von der Rolle. So, und der erste Schritt ist, ihr nehmt das Tröpfchenblei und zieht es auf die Schnur. So, auf der Schnur drauf. Jetzt, nächster Schritt, ihr nehmt den Haken, knotet ihn fest. So, einfach mit dem Clinchknoten zum Beispiel. Anfeuchten nicht vergessen. So, jetzt habe ich das Ganze hier mit dem Clinchknoten festgeknotet. So, jetzt zeige ich euch mal, wie es bisher aussieht. Hier haben wir das Blei, hier haben wir den Haken. Jetzt fehlt natürlich nur noch der Köder. Den ziehe ich jetzt einfach hier drauf, Texas Rigging. So, zack. Einmal den Köder durchziehen bis zum Knick, dann drehen wir den Haken einmal um. So wie immer für die, die es da noch nicht wissen. Jetzt schaue ich, wo ich den Haken jetzt einsteche. Von unten einmal durch. So. So, das war's. So sieht das Ganze aus. Das ging wirklich sehr schnell. Wie gesagt, es ist ähnelt sehr stark dem Texas Rig, zumindest vom Aufbau her. Es hat die gleichen Komponenten. Ein Gewicht vorne mit einem Köder hinten dran an einem Offset-Haken, also auch schön krautfrei zu fischen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel die Hakenspitze, um das Ganze noch krautfreier zu machen, hier guckt sie nämlich noch raus, kann ich einfach den Wurm ein bisschen nach hinten ziehen, Hakenspitze reinpieken und schon ist das Ganze, ups, jetzt kommt er wieder raus, so,
nach vorne ziehen, Haken, Spitze rein. Und jetzt haben wir hier wunderbar nochmal eine schön krautfreie Präsentation unter Wasser. Also, ich zoome mal ein bisschen raus, beziehungsweise ich zeige euch das jetzt nochmal in der Nahaufnahme. So sieht das Ganze aus. Wie gesagt, das erinnert an einen Texas Rig und auch an Jika Rig. Also Jika Rig ist ja ähnlich aufgebaut, auch mit so einem länglichen Dropshot-Blei, sage ich mal, oder auch mit einem Tröpfchenblei. Nur dass es im Gegenteil zu dem Rig ist, beim Jika Rig das Blei vorne wirklich fixiert mit so Sprengring. Und hier ist das Blei halt frei auf der Schnur. Und das ist auch der Clou an diesem Rig. Deshalb nochmal zusammengefasst, hat dieses Rig meines Erachtens nach folgende Vorteile. Aufgrund der Öse des Bleis, also des Tröpfchenbleis, fällt das Blei wesentlich schneller vertikal zugrund, da im Vergleich zu klassischen Bullet Weights weniger Reibungswiderstand besteht. Und das Blei dadurch natürlich viel besser auf der Schnur gleiten kann. Das wirkt sich natürlich wiederum auf den Fall des Köders aus. Wenn das Blei sofort zugrund fällt und nicht lange dafür braucht, dann ist die Schwebephase für den Köder wesentlich länger. Das heißt, der Köder folgt nicht so schnell dem Blei. Beim Tröpfchenblei ist es so, das Ding rutscht erstmal auf einer Slackline runter und der Köder folgt dann wesentlich langsamer, weil das Blei schon fast auf dem Grund ist, bevor, hart gesagt, Spannung auf der Schnur ist und der Köder überhaupt folgen kann. Deswegen fällt der Köder ja anders als beim klassischen Texas Rig. Zudem kommt noch der Vorteil des Jika Rigs. Dazu habe ich ja schon in der Beschreibung den Link zu dem Tutorial des Jika Rigs, reingepackt. Und ich packe euch auch noch mal ein Unterwasservideo eines Köders, der am Jika Rig montiert ist, in die Beschreibung. So könnt ihr sehen, wie das Jika Rig an sich selbst sich unter Wasser fällt und wie ihr das Ganze aufbaut. Also, zudem gibt es noch den Vorteil des Jika Rigs, dass man vertikalen Bodenkontakt hat. Also, dass man, sage ich mal, wenn das der Grund ist, hier stellt euch vor, das ist der Grund, kann man den Köder so über den Grund ziehen. Also das Blei steht quasi vom Grund ab und der Köder, wie sieht man hier, wenn hier der Grund ist, das Blei hier auf dem Grund aufliegt, dann ist der Köder noch im Schwebezustand. Das heißt, der berührt noch gar nicht den Grund. Und wenn es dann noch eine Art Floating-Köder ist, ein sehr leichter Köder ist, der noch gute Schwebeeigenschaften hat, dann kann man den Köder quasi noch sehr gut knapp über dem Grund führen. Beim Texas Rig liegt der Köder fast schon auf. Da sieht man hier auch die Höhe. Das liegt ja auch noch flach auf dem Boden drauf. Das heißt, der Köder liegt quasi schon mit dem Blei auf dem Grund. Beim Jika Rig kann man das ein bisschen kontrollieren. Wenn man Kontakt zum Blei aufnimmt und das Blei immer leicht anhebt, dann hat man halt diesen Effekt der vertikalen Köderführung auf dem Grund. Deshalb auf jeden Fall meine Empfehlung für das Rig bei hartem Untergrund und wenn man in hoher Tiefe fischt. Also wenn man in tiefen Gewässer fischt, dann würde ich auf jeden Fall dieses Rig einmal ausprobieren. Meines Erachtens nach eine interessante Kombination wäre zum Beispiel ein High-Floating-Köder und dazu ein schön schweres Gewicht. Da hat man dann beide Effekte. Das Blei flutscht durch das schwere Gewicht ziemlich schnell zu Grund und der Köder, dadurch, dass er auch noch Floating ist, taumelt extrem langsam hinterher. Damit werdet ihr Fisch fangen, auf jeden Fall. Probiert es auf jeden Fall aus. Es ist definitiv ein Versuch wert und vor allen Dingen ist es super einfach gebaut. Ne? Also das, was ich hier benutze, das hat jeder in seiner Angelkiste. Ne? Ein Tröpfchenblei oder ein Birnenblei, ein Offset-Haken und ein Wurmköder und ein Gummiköder. Ne? Mehr braucht ihr nicht. Und ein bisschen Fluorocarbon-Schnur, aber das ist ja wirklich Standard. So, das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch damit weiterhelfen und hoffentlich zu mehr Fisch am Wasser verhelfen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da, ein Abo da, wenn ihr nicht schon abonniert habt. Ich wünsche euch eine Tightline am Wasser. Alles Gute, beste Grüße, euer Underwater Tackle Team. Bye, bye.